Im Englischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, über die Zukunft zu sprechen, wie zum Beispiel das Going to Future und das Will Future. Doch wann wird welche Form verwendet? Betrachten wir zuerst das Going to Future. What do you guys want to do? It's going to rain. Let's stay inside and watch TV. Das Going to Future wird mit am, is oder are, going to und dem Infinitiv des Verbs gebildet. Meist verwendet man die Kurzformen wie in unserem Beispiel it. Das Going to Future verwenden wir zuerst für Vorhersagen über die Zukunft, bei denen wir bereits Anzeichen erkennen können, dass etwas passieren wird. Im vorliegenden Fall weiß Joe, dass es regnen wird, weil es schon Wolken am Himmel gibt. Scientists warn that sea levels are going to rise because of climate change. Sea levels are going to rise. Dafür haben die Wissenschaftler bereits Anzeichen gefunden, also nutzen wir hier das Going to Future. Did I tell you? I'm going to volunteer for an environmental organization. Das Going to Future benutzen wir außerdem, wenn wir über Absichten und Pläne sprechen. Betrachten wir jetzt das Will Future. Heat waves will probably become more frequent. Das war ein Beispiel für das Will Future. Das Will Future wird mit will und dem Infinitiv des Verbs gebildet. Mit dem Will Future drücken wir allgemeine Vorhersagen und Vermutungen aus. In Vermutungen steht oft einer der folgenden Ausdrücke: I think, I believe, I suppose, I hope, maybe, perhaps und probably. Volunteering is a great idea. I will join you. Okay, I will volunteer too. Das Will Future steht also außer bei allgemeinen Vorhersagen auch bei spontanen Entscheidungen. Joe und Laurie haben eben entschieden, sich ehrenamtlich zu betätigen. Um zusammenzufassen, das Going to Future wird für Zukünftiges verwendet, für das es bereits Anzeichen gibt, sowie Absichten und Pläne. Das Will Future wird für allgemeine Vorhersagen oder Vermutungen und für spontane Entscheidungen benutzt. Let's hope that the future tenses will now be easier. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du in der englischen Grammatik für die Mittel- und Oberstufe.